Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier beim Airport Simulator 2015. Ja, wir haben hier eine etwas größere Aufgabe. Die letzte Karrieremission würde ich mal schätzen. Und ich bin mal sehr gespannt, was dann passiert. So, zum Schneeschieber. Oh, also viel ist nicht zu tun, was das Schneeschieben angeht. Wir haben noch gar nicht das große Teil hier ausprobieren können, ihn hier. Wir dürfen nur, nee, das ist die Fräse, wir dürfen nur den kleinen haben, nehmen. Das andere lohnt nicht. Ja, dann werden wir das Flugzeug einweisen, die Fluggastbrücke ranfahren, Stromversorgung herstellen und enteisen. Ja, das Enteisen machen wir wohl als erstes, nachdem wir es eingewiesen haben. Und dann den ganzen Rest. Und dann bin ich mal gespannt, was dann am Ende dieser Folge passiert, wenn wir dann den nächsten Rang haben. Weil eigentlich haben wir ja alle Ränge bereits erreicht. Mal gucken. Und dann würden wir auch auf über $75.000 kommen. Dann hätten wir schon fast unseren... hätten wir schon fast unser Achievement für 100.000 und danach können wir dann direkt diese ganzen Erweiterungen auf Stufe 5 kaufen. So viel Geld müssten wir dann eigentlich haben, dass das locker reichen würde. Oder müsste. So, sehr schön. Dann einmal einweisen. Holen wir den Kollegen mal ab. Nicht gerade der kleinste Flieger, das ist glaube ich schon einer der größeren, so mit Gegenverkehr. So, dann bringen wir den mal ans Terminal oder halt an den richtigen, an die richtige Parkbucht. Bisschen weiter hinten wird es sein, 250 Meter. So, da haben wir die richtige gefunden. Und dann kommt als erstes meine Lieblingsaufgabe dran. Und zwar das Enteisen. Juhu, ich freue mich. So, ich muss schon mal das Ding hoch machen, damit wir hier so ranfahren können, damit wir über den Flügel noch hinkommen.
Sehr gut. So, dann können wir mal versuchen, den Zipfel da hinten noch zu erreichen. Das sah gar nicht schlecht aus. Das ist wieder vergebene Mühe. Neun Minuten. Also, wir haben noch massig Zeit. So ist es nicht. Kein, gibt keinen Grund hier zu hetzen. Katastrophe. Naja, immer schön, dass wir hier die Katastrophen-Achievements freischalten. Einer muss es ja machen. So, 48%. Ich hoffe, das ist alles auf dieser einen Seite. Oh, dass es wirklich klappt, hier durchzukommen. Sehr schön. So, dann geht's mal weiter. Gut aus. So, damit wären wir jetzt schon bei über 80%. Bisschen ungünstig, dass hier jetzt diese komischen Begrenzungsteile da links sind. Aber wir werden schon überall hinkommen. Na? Ach komm schon. Na also, Gott sei Dank. So, dann gucken wir mal. Stromversorgung, Fluggastbrücke. Ja, die Fluggastbrücke, die können wir jetzt rausholen. 6 Minuten. Wir sind da aber, was die Zeit angeht, sind wir voll im Rahmen. Ist also alles bestens. Stromversorgung wird ja auch relativ zügig gehen. Pushback hoffentlich auch. So, und da bin ich sehr gespannt, was passiert. Denn das ist wahrscheinlich hier unsere letzte Karrieremission gewesen dann.
Der Rest ist nämlich grün, das gibt keine EP. Und den Rang hätten wir dann auch voll und ich glaube einen neuen, also den nächsten Rang, den gibt es gar nicht. So, machen wir mal den Akku voll. Und dann brauchen wir nur noch den Schlepper. Ja, das bringt uns gar nichts, ne? Von da, naja. So, holen wir mal den Schlepper. So, viel Platz ist da ja nicht. So, und dann fahren wir das gute Flugzeug mal Richtung Start. Und das war's. So, dann bin ich mal sehr gespannt. Also, es gibt ein bisschen Geld dazu, 5600. Den Rang haben wir voll. Flughafenberater. Okay, schreib mir mal ganz kurz auf. Flughafenberater. Stufen Maximum. Ja, dann haben wir jetzt wahrscheinlich nur noch... So, du hast die höchste Karrierestufe erreicht. Ja, dann haben wir nur noch diese Sachen hier, ne? Tja, nu? Ich glaube, wir werden mal so ein paar Sachen machen hier. Also diese ganzen Trophäen, das ganze Gefarme hier, das müssen wir gar nicht machen. Wir gucken mal. Wir machen noch mal so ein paar Sachen. 100.000 auf dem Konto. Rüste alle Fahrzeuge auf Stufe 5 auf. Das kann man nochmal machen. So, mal gucken, wie weit wir hier mit unserem Geld kommen. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, das ist wahrscheinlich Maximum dann, ne? Na, das wird aber nicht reichen. Das wird aber nicht reichen. Tja. Ist jetzt aber auch kein Drama. So, dann gucken wir noch mal ein bisschen weiter. Ja, das können wir vergessen. Ach, guck an. Und dann sind die wieder weg, die Achievements. Das ist ja lustig. 100 mal Sperrgebiet, 40 mal, 10 mal, 100 mal mit Flugzeugen, 10 mal, 3000 Tonnen Schnee. Alter, okay.
Naja, das lohnt sich jetzt nicht mehr, das alles zu machen. Hier haben wir nochmal eine Übersicht, was wir alles haben. Und da sehen wir auch, wie die Fahrzeuge aufgerüstet sind mit den Sternchen. Und ja, ich glaube, ich wollte eben nochmal ganz kurz ins Hauptmenü gehen und gucken, ob da noch irgendwie was ganz Spannendes ist, was wir unbedingt noch machen müssen. So, was ist hier los? Tja, und nu? Escape geht auch nicht. Aha. Jetzt ist was passiert. Also manchmal ist das Interface nicht so ganz da, ne? Ich klicke hier mal wild rum. Vielleicht können wir irgendwie eine Mission starten. Sehr lustig. Tja, da sind echt die Sachen weg. Irgendwie, wo sind denn hier die Knöpfe? Okay, wartet, wenn wir hier oben... Oh Mann, ey. Naja, während wir so jetzt gespielt haben, da waren ja keine Bugs da. Jetzt leider doch schon irgendwie so ein bisschen. Naja gut, dann lassen wir es einfach. Ja Leute, dann war das hier die letzte Folge. War doch von der Spielzeit jetzt weniger, als ich gedacht hatte. Ich hätte jetzt doch gedacht, so ja, 30 Folgen wären es bestimmt. Aber ja, wir sind doch relativ schnell durchgekommen. Und naja, ich sag danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Der nächste Simulator, die nächsten Spiele werden natürlich auch in Bälde kommen. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer gerne einen Daumen hoch da lassen. Ihr dürft natürlich auch gerne meinen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr keine weiteren Let's Plays. Und ja, ich sag danke fürs Zuschauen und bis zu den nächsten Projekten. Macht's gut. Ciao.